Ja, moin, Steffen hier und ich möchte mich nochmal ganz kurz dafür entschuldigen, wenn die nächste Folge und bis Sonntag die Folgen leider keinen Ton haben. Beziehungsweise sie haben Ton, also meinen Ton, und ich lege euch Musik dahinter, aber ihr müsst leider auf die Ingame-Sounds verzichten, weil, Dankeschön dafür nochmal an Windows, mir Windows ein bisschen meine Einstellung bei den Virtual Audio Cables verkackt hat und ich deswegen ein paar Sachen ändern musste. Also diese Folgen halt nur mit Behilfston. Ich habe ja die Untertitel trotzdem drin, deswegen könnt ihr euch quasi das, was gesagt wird, zusammenreimen. Und ich hoffe, dass das nicht so schlimm für euch ist. Diese Blende mache ich jetzt einfach vor jedes Video. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit dem Video. Die sind echt geil geworden, die drei Parts. Und ab Sonntag, also ab Montag, ich nehme Sonntag wieder auf, sind die Parts dann wieder besser. Bis dann. Viel Spaß mit dem Video. Ja moin und damit herzlich willkommen hier im italienischen Restaurant zu South Park Rektakuläre Zerreißprobe oder auch Fractured Butthole. Ich möchte nochmal kurz darauf hinweisen, dass nächsten Freitag 16 Uhr ein Livestream kommt. Diese Woche kommen jetzt, beziehungsweise heute ist Samstag für euch, kommen jeweils nur eine Folge bis Freitag und dann bin ich wieder länger zu Hause, dann können wir auch mehr aufnehmen. Und das ist ja schon mal ganz gut, da freue ich mich schon ein bisschen drauf, wenn wir dann wieder richtig den Streamer starten. Ich weiß nicht, dann werde ich so 1, 2, 3, 4 Stündchen mal streamen, je nachdem, wie ich Bock drauf habe, wie lange wir streamen können. Und ich würde sagen, stürzen wir uns hier mal ins Vergnügen. Ja, ihr seid ja übel sicher. Der Kuhn, Verbündeter. Achso, ich möchte nochmal kurz darauf hinweisen, falls euch irgendwie... Ah, okay. Ich denke, Humankind tausche ich mal gegen den Mosquito aus. Falls ihr irgendwie Soundprobleme oder sowas habt, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich finde das... kann man sich gut so anhören, wie es jetzt ist. Aber falls ihr irgendwo unzufrieden seid, bitte Feedback in die Kommentare. Und kein Hate-Feedback, sondern richtiges Feedback würde ich mir gerne von euch wünschen. Weil das ist ja auch dann mein erstes eigenes Singleplayer-Let's Play. Jetzt, also wirklich, mein Game of Thrones war 6 Parts. Das hier sind jetzt schon 15 Parts lang. Und da würde ich mir einfach ein bisschen Feedback von euch wünschen. Das wäre cool. Ah, lol, die Köche kämpfen gegen uns. Plan ändern. Humankind. Verbündeten ersetzen. Gegen. Der hat das, der hat das. Scheiße. Der hat mehr Mumm, ne? Bei Mumm brauche ich eigentlich nicht. Brauch mehr Muskeln. Was Schaden macht. Ich nehme den. Kampf starten. Okay, die dürfen anfangen. Beziehungsweise einer von denen darf wahrscheinlich anfangen. Bubidi Babidi. Was machen die Attacken? 56 Blutungsschaden. 42, 42. Und das macht nur 42. Ich glaube, ich mache mal 56 Blutungsschaden. Du machst das wirklich mit... Okay. Dann mache ich das mal. Bam, bam, bam. Okay, nur einen getroffen. Blutend. Alter, der macht ja richtig geil Blutungsschaden. Okay. Okay. What the fuck? Schaden. Nee, ich mache dem Feuerschaden. Die sollen schon ruhig leiden hier. Bam, bam, bam. Ah, fuck, ich habe nur einen getroffen. Ich muss das Timing auf jeden Fall verbessern. Aua! Ja. Aua. Captain Diabetes. Könnte ich nicht... Kann ich hier keinen Rennschaden machen? Scheiße, ich bin nicht in Reichweite. Doch, ich kann den ran.
Bam! Lauf! Nice. Ist er nicht der Küchenchef? 43 und lang Trägheit. Bam! Sehr gut. Ich spule dir gar nicht. Das ist der Küchenchef. Okay. Wow. Wow. Okay, 42. 56 plus. Ah. Vielleicht stirbt er dann beim nächsten Zug. Ach, schön alle drei getroffen. Ich weiß gar nicht, wie viel Blutungsschaden er bekommt. Aua! Mit einer Pfanne gegen ein Kind? Alter, die sind echt krass, die. Ja, brenn du mal vor dich hin. Zack, und jetzt wird... Aua! Mit einem Pfannenwerner. Den Pfannenschänder. Okay, 33 macht das. Das macht 30, das macht 33 plus. Dann mach ich doch 33 plus. Bam, bam, bam. 3. Oder 36. Aua. Der haut mir voll auf die Fresse. Alter, what the fuck, das ist mega eklig. Alter, der macht 75 Schaden. 38. 37 und Trägheit. Ich glaube, ich mache mal 37 und Trägheit. Weil der dann auch tot ist. Okay, der macht Zorntin nur 57. Bam, 62. Den machen wir gleich fertig. Guck mal, da muss, ist er nämlich geslowed. Okay. Dann ist der wieder voll. Wir müssen den Chefkoch ausschalten. Der geht mir auch jetzt schon auf den Sack. 42. Okay, ich kann den nur so wehtun. Nur mit der Attacke. Bam! 46 Schaden. Aua. 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 Okay. Der wird geslowed. Okay. Ich möchte jetzt gerne eine Superattacke machen. Bin ich jetzt auch mal dran? Okay. 33 plus. Schaffe ich so nicht. Aber Kampf der Elemente macht auch keinen Sinn, weil ich die nicht alle treffe. Deswegen mache ich das. Kassiere gleich noch einmal Schaden, denke ich mal. Na, das macht nur 36. 108 Schaden. Der ist aber danach, schätze ich mal, dran. Wann ist er dran? Okay, Crack ist noch dran. So. Mich da hinstellen, müsste Craig eigentlich hier unten rankommen. Und dann überspringe ich gleich seinen Zug und dann mache ich ihn platt. Genau. So machen wir das. Machen platt, machen platt. Diabetes. What the fuck, warum macht das nicht so viel wie Widerstand? Stand auf 108. Okay, kann ich nicht. Aber dann müssen wir auf jeden Fall gleich seinen Zug beenden. Bam. 63. Jetzt kommt der Superkoch dran. Komm, überspringen wir seinen Zug. Bam. Sehr schön. Okay, der stirbt jetzt dabei. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ja, komm, geht ruf. Brennend und tot. Und tot. Aber man sieht ja richtig gut aus. So. Okay. Okay.
Den mache ich damit fertig, weil dann kriege ich ihn auf jeden Fall im nächsten Zug weg. Ja. 38, 64, nice. Bam, bam. Na, ist egal. Der ist tot. Den mache ich natürlich hier mit dem 57er Angriff weg. Ja! Bam! Mal so platt gemacht. Und tschüss. Nice, die Kirche haben wir auch besiegt. Das ist übel eine abgefuckte Story. What the fuck? Nutze 15 Zeitfürze im Kampf. Die will ich immer nutzen, wenn ich den Scheiß... Da müssen wir doch mal Insulin suchen, oder? Kann ich... Ich kann da nicht raus. Okay, kann ich das da kaputt werfen? Wie kriege ich das hin? Ah, jetzt ist hier wieder Rätsel-Time. Eigentlich kann ich das ganz gut. Da verweise ich natürlich gerne nochmal auf das Let's Play von The Room 2. Achso. Ah, okay. Ah, okay. Das macht natürlich Sinn. Ja, ja. Ja. Nichts leichter als das. Muss ich ihn richtig ins Gesicht furzen? Nutze L, halte A gedrückt, um es zu analysieren. Okay. So, genau so sollst du dich hin. Bam, 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 bam. Ich hab plötzlich... rastet der komplett aus. Nice. guter Einwand. Ich möchte dir gerne immer wieder ins Gesicht furzen, wenn ich darf. Kann ich jetzt hier ein Stück zurückgehen? Vielleicht hier noch ein paar Sachen rausziehen? Ja, kann ich tatsächlich. Was ist das denn dahinter? Das sieht irgendwie aus, als wenn ich mit Popel und Wichse. Geil. Geil. Oh, was ist hier denn los? Hier sind die Katzen. Hier sind alle vermissten Katzen. Nice. Wir holen die jetzt. Okay. Alter, wir haben die ganzen Katzen gefunden. Nice. Ah, okay, die kann ich hier wieder hinschieben. Okay, mach ich gleich. Ich will erst eigentlich das hier looten. Ich. Krasser Tipp. Dankeschön. Achso, den kann ich komplett dann aus dem Weg ziehen. Lol, ich kann das einfach zurückfurzen. Wie krass ist das denn? Alter, die sind doch locker gestoppt. Das war jetzt kein schweres Rätsel. Oh, lol, jetzt kann ich hier theoretisch einkaufen. Rattengiftpackung. Ah, wie viel Geld habe ich denn? 16 Euro. Komponenten. Das sind alles Komponenten. Wir gucken mal ganz kurz in unser Crafting-Menü, bereiten uns vor. So, Crafting. Weil jetzt kommt ja gleich der Bosskampf. Hier 40 Macht. 40 Macht, ne. Ich glaube, ich habe alle guten Sachen. Das fertigen wir einfach nochmal, weil wir es können. Und weil uns das ein bisschen Crafting-Run gibt. Verbrauchsgegenstände, dann nehmen wir nochmal hier, damit wir nochmal Jesus rufen können oder sowas.
Dann machen wir nochmal die Burritos fertig. Gegengifte sollten wir ja genug haben. Ja, guck mal, 28 Burritos, 11 Wiederbelebung. Wir könnten nochmal die Flaschen kurz einmal kaufen. Bei dem Automaten. Zack, kaufen, Flaschen. Kaufen wir mal ein bisschen ein. Kaufen wir mal 20 Flaschen. Und da können wir... Ups. Okay. Lassen wir das kurz. Und kaufen hier mal kurz. Zack. 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 Ich mach die Nummer so, dass wir auf dem gleichen Ding da sind wie die hier. Beziehungsweise auf 25 mal immer beide hoch. Da noch ein. Da noch ein. Und da noch zwei. Zack. Und zack. Gut. Gucken wir nochmal kurz unter die Artefakte. Da haben wir im Moment das, das und das ausgerüstet. Großer Platz. Kann ich irgendein großes Artefakt craften? Plätze der Vitalität ist kein großes Artefakt. Wo steht denn das? Steht nirgendwo, ne? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nach der Pause quasi von einem Tag, mache ich jetzt hier ein Ende und wir gehen dann gleich da rein. Und wenn ihr Bock habt auf den geilen Bosskampf, dann schaltet das nächste Mal auch wieder ein, wenn es wieder heißt South Park rektakuläre Zerreißprobe. Mit mir, dem Steffen. Bis dahin, tschö. Mit Ö.